nachdem wir den Hurrikan überlebt hatten. Dachten wir könnten alles überleben. Und wir lagen falsch. Man hat dort 45 Leichen gefunden. Können Sie sich das erklären? Ich stehe unter enormem Druck zu untersuchen, was hier los war. Das waren 5 Tage unter den schrecklichsten Bedingungen. Wir bringen alle Patienten hier raus. Wir sind Schwestern und wir schaffen das. Solange sie uns nicht zurücklassen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir können nichts anderes für sie tun, außer es ihnen erträglich zu machen. Also, wovon reden wir hier? Ich wurde beauftragt, die Todesfälle im Memorial zu untersuchen. Anna, die Generalstaatsanwaltschaft konzentriert sich bei ihren Ermittlungen auf Sie. Sie deuten an, dass das Leben einiger Patienten beendet wurde? Ich sorge dafür, dass die Patienten keine Schmerzen haben. Einige hatten Angst vor den Menschen außerhalb des Krankenhauses. Aber für mich war es genau umgekehrt. Wenn Sie die Wahl hätten, es einem Patienten erträglich zu machen, dabei aber seinen Tod zu beschleunigen, oder ihn einen langsamen Tod sterben zu lassen, wofür würden Sie sich entscheiden? Ich muss mich verabschieden, bitte! Mein Konto! Zurück dann! Ich habe versucht, den Leuten zu helfen. Mehr habe ich nicht getan.